Hallo. Hallo, jetzt auf. Oh, okay. Hallo meine lieben Retro-Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Jetzt hier in der. Moment. In der Stadt Vilcabamba. Und ja. Ohne viel zu sagen. Ich muss mal die Steuerung was. Okay, ich weiß und Stadt Vilcabamba. Hier ist sie. Jetzt erstmal ein paar Wörter zur Begrüßung. Oh mein Gott. Ja, ich habe das hier mit dem Kämpfen jetzt ein bisschen besser im Griff, weil ich habe offline ein bisschen allzu weit gespielt. Also jetzt nicht hier auf diesem Speicherplatz, sondern auf einem anderen. Bin ich schon mittlerweile in Ägypten sogar angekommen. Und so in der letzten Welt. Aber letzte Welt, das ist klar, wo bin ich. Halt auch lang gekommen. Das, ja, ich weiß schon noch einige bin. Alles auf jeden Fall war einiges, weiß ich schon, was ich machen muss. Sogar einigen. Ich gehe jetzt mal da hin. Also fliegt auch dahin. Ach, die haben alle mitgekriegt. Ja, hier gibt es ein Fahrrad. Oh, meine Welt. Hab ich das schon mal gesehen hier? Das meine Welt einfach da drin in meiner Ecke. Fällt einfach in meiner Ecke. So, hier sind wir jetzt dran. Hier. Bin gerade am Überlegen. Ach ja, hier. Okay. Oh, und dahin habe ich gerade noch was anderes gesehen. Im Starting Gang. Und da dachte ich gleich danach hin. Nein, das ist nicht mal. Wenn ich das jetzt gemacht habe. Ich gleich dahin. Aber ich sag noch eins, bevor ich reingehe, bin ich schon mal mit Waffen vorbereitet. Weil ich weiß, was mich da drin erwartet. Etwas, was es schon im ersten Level gab. Ist jetzt zwar nicht so was Großes oder Gefährliches, aber na, es ist schon etwas. Etwas Wildes. Ein wildes Etwas. So. Oh mein Gott, oh, ich hasse das immer, wenn es das macht. Da denke ich immer, dass ich runterfalle. Wenn die Kameraperspektive sich so ändert, dann hasse ich. Ja, ich glaube hier drin waren. Ah, ne, ne, ne. Da im nächsten Raum ist noch was. Ich hab's vergessen gerade. Ja, ich rede aber langsam. Wie man sieht. Dann muss ich auch ein paar Mal nach vorne schieben. Zwei, dreimal. So. Ich glaube dreimal war es. Einmal. Zweimal. Das ist mehr als dreimal, das sind viermal schieben. Dreimal. Und. Ne, fünfmal schieben sonst. Das hier war es vier. Oh, ich bin gerade so beim Schätzen falsch. So nebenbei. Ja, fünfmal schieben ist es. Ah, dreimal. Okay. Oh, was ist das? Okay, das ist noch nicht so.
sage ich erstmal hier. Nein, nicht gegen jemand, hallo. Aber manchmal hasse ich das. Manchmal läuft es einfach instant weiter, obwohl man schon in das Pad, Steuerpad losgelassen hat. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so laufen. Nee, so. Und ich habe schon das Steuerpad losgelassen. Was ich manchmal ein bisschen komisch finde, warum das passiert, aber. Aber das passiert meistens nur, wenn man an die Ecke oder an die Wand läuft, aber wenn man so läuft, ohne Probleme. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so schräg in die Wand, dann passiert schon wieder. Genau das gleiche, wenn man auch an Kanten läuft, also auf Schleichen jetzt zum Beispiel. So. Macht es trotzdem noch weiter. Ich weiß zwar nicht, warum er das macht. Weil früher bei der PlayStation-Version war das nicht so. Wenn man dann losgelassen hat, das Steuerkreuz. Manchmal hasse ich mich jetzt zum Beispiel so an der Kante schon. Oh, wieder mal. Beispiel so. Warte mal. Oh, fuck. Nein. Oh, ich bin so drauf. Warte, ich muss das gleich zeigen. Wenn ich wieder so weit bin. So, gibt es da noch eine Sache, wo ich hasse, wo man manchmal auf die Nerven geht. Und zwar, wenn man so an der Kante steht und man muss, ich will jetzt Anlauf nehmen. Okay. So wie jetzt gerade eben und dann passiert mir das hier. Warte. Ja. Das ist ein bisschen kritisch. Deswegen hasse ich das D-Pad so, also das Steuerpad so. Ja, ein weil es manchmal Sachen macht, wo ich eigentlich gar nicht machen wollte. Sagen wir mal so. Damn, damn. So, war das jetzt nochmal? Da würde ich mal sagen. Ja, beide Dinge finden hier rein. Ah, ne, nur der eine hier. So was, wenn man nach hinten geht, muss man sich umdrehen, nämlich schnell. Man macht es einfach schnell. Oder auch nicht umdrehen. Oh fuck. Nein, Handypack. Nein, ah, oh, scheiße. Oh, ich hab mich abgespeichert. Ich hoffe, dann gehe ich da jetzt halt immer als erstes rein. Ja, ich bin hier am Anfang wieder. Ganz lustig. Niemand? Das wird Nummer 3 und Nummer 4. Da würde ich mal sagen, gehe ich jetzt gleich mal noch runter. Also hier links kommt man dann direkt runter. Oh, warte, ist hier auch mal links in der Ecke was? Nee. Obwohl doch, da geht's auch weiter runter. Also da geht's auch wieder runter nur. Letztes Mal bin ich vorwärts reingegangen.
Ich glaube, jetzt sind dann ist er von hinten gekommen. Also. Hat mich sozusagen von hinten genommen. Ja. Was er jetzt schon wieder gemacht hat. Jetzt ist er schon wieder von hinten gekommen, weil ich vorwärts gegangen bin. Also mit der Gesicht, mit dem Gesicht zur Tür. So, und zwar hier. Ah, oh, scheiße, das ist ganz schlecht. Ne, da ist nichts da drin. Jetzt nehme ich einmal hoch noch. So, hier kommt kein Fledermäuse. Ja, umdrehen und ich glaube, hier müsste noch was gewesen sein, oder? Ne. Das war's schon hier. Oder ist unten eine Position? Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. So, hier links. Okay, jetzt. Ich muss nachgucken, weil manchmal können auch Sachen direkt liegen. Okay. Ich dachte nur, hier wäre noch so ein Schlüssel oder so. Deswegen habe ich gerade nachgeguckt. Hab nachgeschaut. So, und jetzt geht's ab wieder dahin. Ich war erstmal das Gegenteil. Und diesmal das Ganze etwas zu beschleunigen. Nicht mal eine Abkürzung. Aber praktisch Abkürzung. So, dann immer so. Und ich hasse das, wenn sie das macht. Wie ich schon gesagt habe. Oder denke ich immer, dass sie da runterfällt oder dass ich den Sprung nicht schaffe oder sonst was. Wenn sie da runterfällt. Also wenn sie da runterschaut. 5-mal auf Anschieben. Und 1. Und 2. Und 3. Und 4. Und 5. Und das war's. Ich guck mal nicht wieder, aber ich glaube, das ist da oben. Ich glaube, die fliegt da oben rum, komm nicht zu mir. Ja, schießt du? Wieso schießt du nicht? Oh, manchmal hasse ich das, wenn sie auch nicht das macht, was ich machen will. Oder was sie machen soll, nämlich. Zum Beispiel, jetzt habe ich irgendwie auf Schießen gedrückt und sie hat irgendwie nicht geschossen. Deswegen dachte ich mir auch so, aber ich schieße doch nicht. Wieso ist denn mal? Boah, und gestern habe ich mich wieder so volle Pulle aufgeregt, denn nämlich in einem Level, was erst im nächsten Gebiet ist, gibt es so eine Secret. Ich habe zwar das Secret gefunden, aber die Sprungpassage. War jetzt eigentlich gar nicht so schwer, nur Lara hat nicht immer. Und zum Beispiel gab es so eine Stadt, nein. Ich bin so einmal. Muss man nach vorne gehen, dann nach links. Ich bin dann dreimal nach vorne. Und immer meistens bei der zweiten Platte links ist es statt nach vorne so gesprungen, obwohl ich nach vorne gedrückt habe. Und das Doofe ist, das waren fallende Platten. Das heißt, ich könnte nochmal runter, nochmal das neu laden und das würde ich eigentlich auch praktisch machen, aber was soll's. Und ja, warte, habe ich die Items jetzt an dem Hauptgold? Ich weiß es gar nicht. Ja, doch, ich hab's ja. Jawohl, das wird schlüssig, ist das. Selber eine Schlüssel. Goldener Götze. Der Götze ist hier.
bei Homie, oder die Wochen im Leben. So, das war dabei gerade. So, das war noch mal gewesen. Dann. So hoch. Wieder hoch. Oh, hey. Hallo. Oh, mein Gott, ich hab was gesehen an der Stelle. Boah, das hab ich mal schon gesehen. Jetzt hab ich unendlich Leben verloren, oder? Ja. Aber das hab ich nicht gemacht, wenn ich nicht gerade gemacht habe, was ich mache. Ich würde was machen soll. So. Ich würde den Witz hier, den ich vielleicht auf die Schlüssel eingeben muss. Hallo, was ist da noch links? Was habe ich denn? Hallo. Okay, das ist meine. Aus irgendeinem Grund habe ich es gerade gemerkt. So. Läuft ja gar nicht schlecht nach vorne, aber ich glaube, ich muss das Spiel nochmal neu starten. Das passiert auch manchmal, wenn die Steuerung nicht funktioniert, dass man das Spiel neu starten muss. Das ich jetzt aber nicht, ich bin jetzt gerade erst reingekommen. Obwohl, scheiß drauf, ich speichere gleich und dann. Ja, hier rein gehe ich jetzt also nicht. Ich würde mal sagen, speichere ich gleich, wenn ich spielen bin. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, hier ist das aktuelle, der aktuelle Speicherstand, wo ich offline am Speicher mit einer anspielen bin oben und hier ist die Stadt Vulkanda. Dann würde ich mal sagen, bis gleich, wenn ich so, habe ich wirklich schon in den Einstellungen was gemacht. Kontrollen. Das Kontrollen. Auto laufen, was ist das? Ich weiß es nicht, was ich mache. Mein Problem hat, dass man nichts gehen wird. Ich glaube, das sind doch aber. Ne? Oh, fuck! Medipack! Direkt Medipack! Scheiße, der hier auch ist. Ich kam jetzt ein bisschen unerwartet. Läuft aber nur so langsam schräg um die Kurve. Was ist das vielleicht? Hat das hier mit was zu tun? Weichstufe, kann aber kein bisschen schön haben. Das? Nee. Lass mal Autografie machen. Nicht immer. Warte, ich kann es nicht mal kurz wissen, weil wenn ich das, dann ist es. Kann das schon ein paar Vorteile bringen.
Tatsächlich, ja. Ich habe jetzt nicht so Hand und Wasser gekriegt. Hallo. Warte, habe ich noch nie? Versuch mal jetzt was ganz Dummes. Lol. Also, ich hatte versucht zu greifen, aber ich bin auch runtergefallen. Ja, aber dann ist ja nur die Technik. Erstmal. Spiel sichern. Ich starte wohl Kamera. Sie macht es so, als ob sie dich greifen möchte, aber das funktioniert noch nicht. Okay, dann mache ich das aus. Funktioniert das nicht so richtig. Wie sollte. Wir haben noch Schrotmunition, ich versuche nebenbei. Also ganz nebenbei. Aber ich muss mich hier auch, wo ich mich da runtergelassen habe, bin dann ganz runtergefallen, bin dann gestorben. Ich dachte, oh Scheiße. Im selben Moment dachte ich mir nämlich so, oh shit. Und, ja, warte. So scheiße, da hätte ich nicht gedacht. Aber was soll das Fehlern lernt man, dass man vorsichtiger sein sollte. Vor allem hier bei Tomb Raider. Vorsicht ist, naja. Vorschrift hier, sag ich mal. Ich würde sagen. Oh, schuf, was ist das da machen? Obwohl es hier noch Wasser war. Trotzdem bin ich was nach vorne gelaufen. Zwar hier nehme ich jetzt den schnelleren Weg. Statt das Ganze drumherum und so. So. Weil ich von da aus gefunden was schon ein bisschen praktisch ist.
zugunsten. Schalter hier. Da über. Da ist er. Da ist er. Und jetzt öffnet sich die Mitte. Nein, das soll ich nicht machen. So, und zwar hier habe ich nämlich den Fehler gemacht. Ich habe mich hier runtergelassen. Und habe mich dann ganz drauf runterfallen gelassen. Was natürlich nicht so gut war. Oder zumindest nicht so gesund war von Lara. Macht man den Fehler auch bekannt als tot. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, ich dachte, da würden die Pfeile geschossen, aber ich habe ganz die extra vergessen. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich soweit bin. Ja.